Warlords of Draenor! Hi und herzlich willkommen. Ich mache endlich weiter mit meinem Warlords of Draenor Level Let's Play. Streame auch zeitgleich, von daher kann da immer wieder irgendwelche lustigen Einwände kommen. Wir hatten hier gerade schon ein paar Probleme, die wir klären mussten. Und jetzt, ich bin jetzt hier quasi frisch Level 92 und ihr seid quasi voll dabei. Und bin jetzt das erste Mal in Gorgoroth. Das ist hier die erste Quest. Ich habe hier mit Dorothan gesprochen und seiner Frau. Die machen irgendwie einen Familienausflug hier, ohne Thrall allerdings. Und sind da mit ihren Wölfen irgendwo vorne gewesen. Der Bleeding Eye, wie heißen die denn nochmal? Irgend so ein Ork-Clan ist auf jeden Fall hier. Und also einer der bösen Ork-Clane, mit denen dürfen wir uns hier abgeben, glaube ich. Aber das werden wir dann noch sehen. Habe extra wieder gerülpst? Nein. Habe extra wieder auf den deutschen Client umgestellt für euch, sodass ihr da alles versteht. So, was soll ich mit dem hier? Die soll ich, also was soll ich mit denen machen? Maske des lachenden Schädels. Ah, ja, Laughing, genau, die lachen. Die Bleeding nicht. Bleeding Hollow und... Ja, der andere Clan heißt irgendwie Lachender Schädel. Ganz offensichtlich. Ach, da war doch wieder noch einer. Ja, das sind ja einfache Quests. Ein paar töten und irgendwelche Schädelmasken, Maskenschädel einsammeln. Die hier gehören auch ganz offensichtlich nicht zu einem Ork-Clan, sondern das sind, keine Ahnung, irgendwelche Viecher, die hier so leben. Warum die hier leben, was die hier machen, ich weiß es nicht. Fragt mich doch nicht so was Schweres. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Keine Ahnung, wir können uns ja mal irgendwie... Oh, was ist das? Können wir da gucken. Also die sehen so ein bisschen aus wie diese kleinen Viecher, wo es diese Fraktion gibt. Die Oracles, glaube ich, oder? Und die anderen in Sholazar wieder. An die haben die mich ein bisschen erinnert. Da mich das Gebiet auch teilweise an Sholazar erinnert, passt das ja. Oh. Da können wir die Quest abgeben. Gleich mal 23k XP. Ist auf jeden Fall mal deutlich mehr als die 13k, die ich immer in Dingens bekommen habe. Oh, da springen wir nur zwei an. Naja, egal. Machen wir zwei fertig. Seht ihr? Overequippter Protpala macht halt auch Damage. Also overequipped natürlich für den... für diese Anforderungen, die man hier beim Level hat, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, 580 oder sowas, 70, 80 und beim Leveln hier ist natürlich 580 nicht so richtig nötig. So, der Chat darf gerne natürlich immer irgendwas einbringen, wenn ihr möchtet. Ich versuche das dann für die Zuschauer auch nochmal wiederzugeben. Dass die sich nicht irgendwie total irritiert fragen, was redet denn der da? Mit wem redet der da? Was haben die gesagt? Wäre schöner, wenn man das wüsste, ja. So, bringen wir mal ein paar auf einmal um. Das ist ja effektiver auch als da irgendwie zu looten zwischen. Nein. Als nacheinander, ne? Wer lacht denn da immer so? Der Schinder. Okay. Besorgt Govwarts Auge. Ja, wer auch immer dieser. Gott, was ist? Habe ich eigentlich schon mit diesen Leichen? Erstmal mache ich mir jetzt hier mal was ist das? Aufräumarbeiten? Zirkel des Blutes? Ausblenden. Rettung für Wolfsheim? Ausblenden. Sklaverei und Zwietracht? Das ist ja alles hier. Also das ist auf jeden Fall auch von da. Das nicht. Wir streben... Sterben lachend. Ach ja, da fehlt eine Maske von. Ausblenden. Wir sind damals der Zerstörer, ist aber nicht hier drauf, ne? Doch drei da. Ne, das ist dann noch im anderen Gebiet. Wenn man das halt vernünftig sehen könnte, hier. Auftritt in Ashram, machen wir auch weg. Das machen wir auch weg. Warum ich da eine Gruppenkillquest eigentlich nicht gemacht habe, ist ja nicht klar. Hätte ich mal machen sollen. Easy. Eigentlich. Aber naja. Gut, so. Fertig. Ja, und danke wegen dem 1-1. Nicht, dass ich da jetzt viel gemacht hätte, aber hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe das Spiel ja geguckt. War cool. So, was sollen wir da machen? Da ist jemand. Achso, das ist hier so ein Gronn
Whatever. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich überhaupt ein Grund ist, aber wir bilden uns das mal ein, ne? Da sollte man eigentlich wahrscheinlich weggehen, nehme ich mal an. Was ist das jetzt hier am Boden? Soll das irgendwie Schaden machen, oder? Naja. Gut. Da war das Auge schon. Und wunderbar geht zurück wieder. Tschung. Tschung, tschung, tschung. Wo ist er denn jetzt? Wie frech der sich bewegt hat, ne? Das ist schon nicht nett, finde ich. Sowas einfach so zu machen. So, oh, heute mal im Wohnzimmer. Moin zusammen. Ja. Das ist richtig. Ist in meiner neuen Wohnung. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, gibt es ein Video. Falls ihr darüber mehr wissen wollt, gibt es ein Video. In dem spreche ich leider leise. Ist das denn hier von der Lautstärke an den Chat die Frage? Okay, gerade. So, da ist wieder Dorotan mit seiner Frau. Der mächtige Dorotan steigt ohne eine Armee von seinem Berg herab. Seid ihr eures Lebens überdrüssig? Ja. Das könnte man schon. Oh, guck mal, da habe ich eine Aufwertung bekommen. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie stören würde, aber hey. Hier. Eye Candy. Handschuhe. So, weiter geht's bei Dorotan. Okay. Ein dramatisches Signal und I received a strange object. With a note attached. I'm Penny. You know from Azeroth? Ach so, das ist die Nachricht. Ich war schon ein bisschen irritiert, ob Dorotan sie nicht mehr alle hat, wenn er mir erzählt, er ist Penny. Wie, wo ist das Video auf YouTube? Das heißt, Venian privat. So, was muss ich denn hier machen? Feuert Pennys Leuchtrakete. Hier? Wo denn? Hallo? Penny? Trigger modified fire. Ja. Also man sieht's. Ah, jetzt geht's. Okay, wieder mit Dorotan. Oh, was ist das? Ein kleines Video. Das wo Penny. Oh. Okay, auf eurer Welt hält man nicht viel von Subtilität. Ja. Nicht so richtig. Geht nun und begrüßt unseren neuen Begleiter. Wir schließen uns euch an, sobald wir bereit sind. Wohin gehören die denn hier? Der Schinder und die Kreischende? Ah, wenn ihn nun bei sich daheim auch eine Cam. Jetzt ein neues daheim, daher ja. Ich werde jetzt quasi nur noch von hier operieren. Könnte man so sagen. Penny! Hallo! Penny Kloppertop meldet sich zum Dienstkommandant. Als ich hergeflogen bin, habe ich die Gelegenheit dazu genutzt, eine geeignete Verteidigungsposition auszukundschaften. Direkt auf der anderen Seite dieser Felsen gibt es eine Lichtung, die ideal wäre, um einen Unterschiff zu bauen. Ich habe sogar einige Baupläne mitgebracht, die uns helfen werden, hier Fuß zu fassen. Ist das nicht anmaßend? Das ist nicht zu anmaßend. Nein, nein, nein. Nun, wie dem auch sei, wenn ihr bereit seid, betätigt einfach diesen Zünder. Ja. Klar. Na, das war jetzt ja unspektakulär irgendwie. Oh. Muss ich wieder irgendwo drücken? Hallo? Ach,
Durotan, Mensch. Hallo. Vielleicht stellt sich diese kleine Kreatur ja doch als nützlich heraus. Tja. Ihr habt am Phosphorgrat bereits eine beeindruckende Garnison errichtet, deshalb möchte ich euch mit einer weiteren Aufgabe betreuen. Eine Region wie Gorond ist reich an natürlichen Rohstoffen. Mit einem Sägewerk könnten wir sie optimal nutzen. Eine andere Region ist die Heimat. Kann was sein? Wenn wir die Arena errichten können, würden wir überzeugen, unsere Sachen durch. Wofür entscheidet ihr euch, Kommandant? Okay, schaut euch ein Bau Sägewerks oder eine Übungsarena der Wildwacht. Ach, ich glaube, ich hätte gerne so ein Sägewerk. Ups. So. Was ist positiv? Das Video? Ja. Schau es einfach. Ich bin ein bisschen leise da, muss man sagen. Finde Draka und Kass beim Klingenflor. Okay, Draka, die Frau von Dorotan. Medulla, die ist hier Reparatorin. Schädelsammler im blutroten Sumpf. Gulko und seine Einheit sind oft wochenlang unterwegs. Sie kehren meist nur zurück, wenn sie einen weiteren. Er erwähnte, dass er zum ersten Mal in einem Gebiet auf Jagd gehen wollte, das mit blutroten Sumpf nennt. Okay, schaut bitte nach, ob er noch am Leben ist. Alles klar. So, wer ist das hier? Penny? Hallo, Hübscher. Das Sägewerk ist fertig, aber jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, da draußen schleunigst Holz zu fällen. Der lachende Schädel erwähnte einen Ort namens Schlingenherz, wo Botani alles blitzschnell aus dem Boden schießen lassen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Sprech mit Penny. Oh, okay. Alles klar. Was, dass ich nur noch von dort aus. Ja, auch das klärt sich in dem Video. Warum ich nur noch von hier streame. Da ich schlichtweg nicht so oft in Bochum sein kann, will. Er will. Weil das eine zu lange Fahrzeit wäre. Aber wie gesagt, ich will hier nicht unnötig Leute damit langweilen. Okay. Euch hat mein Ehemann geschickt, nicht wahr? Du dumme Pute, ich war gerade mit dir am Sprechen. Normalerweise würde ich darüber lachen, aber angesichts dieser Schrecken könnte Cass und ich jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Lachen? Naja, egal. Ich habe Verständnis für Cass' Wunsch, ihr Volk zu retten, doch ihr Plan ist unbesonnen und sie hat uns nicht alles erzählt. Ich bin hierher gekommen, um sicherzustellen, dass sich ihre Pläne nicht gegen uns richten und jetzt muss ich diesen Horror sehen. Was haben diese Botani diesen Orks angetan? Diese befallenen Seelen müssen erlöst werden. Schenkt ihnen Frieden. Okay. Ja, die sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Kass, die Kreischende auf dem Kompost der Geschichte. Eure Wolfskönigin lässt mich nicht aus den Augen. Die Kinder der Magnaron mögen mein Dorf zerstört haben, aber es waren die Kinder der Genosaurier, die meine Leute entführt haben. Die Botani und ihre Helfer haben unsere Leute in den Klingenfall verschleppt. Aha, ihr habt mir schon einmal geholfen. Ich bitte euch nur erneut. Okay. Sucht nach diesem Typen. Die Stimme Leisus. Aha. Tötet die Stimme Laios. Okay. Mach ich doch. Mach was so. Tötet ihren geliebten Anführer direkt in der Sicherheit des kostbaren Flors. Ja, alles klar. Ja, du findest das Video auf YouTube. Ich werde es euch verlinken. Aber auch auf der Website. Warte, ich verlinke dir die Website. Stehen als kommend, gucken wir mal. Heißt es nicht, ach so. Ja, immer noch gelobte deutsche Ausbildungssysteme, aha. Gut. Okay, weiter. Was wollte ich jetzt gerade tun? Orks töten, oh ja, da bin ich doch dabei, da sind wir mal dabei. Die sehen ja wirklich lustig aus. Verrückt. Solche Orks sollte man mal großflächiger verteilen. Hat was. Ja, so kurz ist das nicht, aber viel Spaß. Was jetzt eigentlich nicht so. Also er guckt kurz das Video und ich dachte jetzt gerade, Mensch. Von der Warte aus, dass ich, oder wenn ich Zuschauer haben wollte. Was ist das hier? Ach, ignorieren. Wäre es ja schon ziemlich doof, zu sagen, geh mal, aber.
ja irrelevant, letztlich. Er ist eine halbe Stunde lang, ne? Oh, wer ist das da? Muss ich den auch töten? Ah, machen wir mal. Oh. Hat auf jeden Fall mehr HP. Etwas mehr HP. Ja, ne? Das kann man wohl nicht unterbrechen. Was der da so castet. Also diese Eisenrinde. Ich denke mal, die Eisenrinde wäre was. Oh, jetzt habe ich ihm das durchgehen lassen. Aber ist schon wieder weg. Ach, auch egal. Der stirbt schon. Ich glaube, ich muss den gar nicht töten, aber naja. Ich habe noch immer relativ gute, ne, das kann man nicht unterbrechen, relativ gute Werte. Von daher, guten Abend zusammen. Wenn ihr dann weißt du eventuell, wann die Testserver verfügbar sind. Nein, leider nicht. Ich rechnete schon damit, ehrlich gesagt. Aber, naja. Ganz offensichtlich zu früh. Too soon, ne, ihr wisst schon. Gegen was ist denn jetzt hier alles immun? Positiv ist halt, dass ich keinerlei HP verliere bei dem Kampf. Toll, und gab nur 1000 XP. Macht dir Wildstar immer noch so viel Spaß wie vor der Beta von WoW oder bist du jetzt voll und ganz in WoW wieder versunken? Also, formulieren wir es so. Als die Beta zu WoD rauskam, habe ich aufgehört, Wildstar zu spielen. Beantwortet dies deine Frage? Ziemlich zeitgleich. So, wo sind denn die anderen Typen? Also nicht, dass es leicht wäre, auf dieser Karte irgendwas zu erkennen. Ach, ist egal. Oh nein! Schon wieder so ein dummer anderer Typ da. Egal. Nehmen wir den einfach mit. Vielleicht der mittlerweile? Naja, noch immer voller HP, von daher geht's mal weiter. Aber das lohnt sich halt nicht, die halbe Stunde da zu opfern und den zu töten. Dann nehme ich den halt einfach mit. Mein Mund bewegt sich kaum. Herr Warlord of Draenor. Boah, jetzt muss ich mal langsam den Typen abhängen, ey. Ich gehe mal einfach weiter. Findet das noch jemand, dass sich mein Mund gar nicht bewegt, während ich rede? Vielleicht bin ich auch Bauchredner. Wäre mal eine neue Aufgabe für mich. Ja, Wildstar war mir einfach viel zu zeitintensiv, also. Und dann halt auch WoW wieder da und so weiter und so fort. Das war halt dann alles nicht so. Also findet irgendwelche Typen und den einen anderen umbringen. Alles klar. Typen finden ist ja hier ganz offensichtlich. Da hängt einer. Der nächste ist irgendwo hier. Hier. Und der letzte ist irgendwo hier. Da. So, dann den anderen Typen umbringen. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Leute hinter mir herziehe, aber oh. Da hat einer bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Gucken wir mal, ob er die richtige Lösung hat. Ich habe nämlich gefragt, was man bei mir im Hintergrund. Hallo, Freund. Machst du da eigentlich? Hör mal auf damit. Muss hier gerade mal
So einen anderen Typen. Kannst du mal mitkommen? So, haben wir die Stimme da mal getötet? Jetzt kommt noch der hier. So, bin ich eigentlich fertig, ne? Das Bild schliert sehr. Liegt am Heimnetz, also an deinem Heimnetz, oder was? Weil mein Internet ist eigentlich sehr gut. So, hier hat ja jemand bei meinem Gewinnspiel mitgemacht. Tja, der gute Manuel Fink hat zwei von drei Sachen richtig. Ich habe nämlich da hinten ein Bild an der Wand hängen. Beziehungsweise nein, es lehnt an der Wand hier unten. Seht ihr da? Und da ist ein Mann drauf auf jeden Fall. Und ja. Und dann wiederum da ungefähr, da stehen zwei Serienboxen drin, die ihr jetzt nicht mehr erkennen könnt, weil zu dunkel ist, aber im Video vielleicht. Und ich wollte wissen, was die beiden Serienboxen sind und wer das hier hinten auf dem Bild ist. So. Gottes Willen. Ja, das wird hier alles nicht besser sein als das, was ich trage. Von daher gehen wir einfach mal die Quest ab. Geht's hier weiter? Nein. Gut. Okay, next. Da vorne gibt es noch eine neue Quest. Hallo. Soll angereicherten Samen sammeln. Kannst du mir mal sagen, wo ich diesen Samen sammeln kann? So. Was ist das denn da für einer, ey? So. Okay, weiter. Ich soll irgendwo hier Samen sammeln. Wer ist das? 94er Allianz-Schaman, naja, mit dem möchte ich jetzt nichts zu tun haben. Ach so. Den Supersamen habe ich schon gesammelt, alles klar. Den gebe ich dann wieder ab bei der anderen. Das gehört dann wohl noch zu den anderen Quests. Was habt ihr gefunden? Samen. So, ich kann jetzt gerade leider die Quest nicht durchlesen, weil ich hier umgehauen wurde. Nein, angehauen. Umgehauen eher nicht. So. Ihr habt eine Menge lachende Schädel gefunden. Alle Freunde, Angehörige, alle tot. Ihr habt jedoch nicht meinen lieben Schlitzer gefunden. Wenn ihr euch in der Immermoor-Quellen einschleicht, haltet nach dem Ausschau. Okay. Er ist ein guter Junge und er verdient einen besseren Tod, als befallen zu werden. Oh, das tut mir sehr leid. Schlingenherz, okay. Das hatte ich schon. Was ist hier? Buschgräber. Blütenweber wieder töten. Okay. Kass benutzt uns nur, das weiß ich. Sie gehörten nichts den lachenden Schädeln an. Wir dürfen sie nicht trauen. Okay. Vorläufig bin ich bereit, ihr ein kleines Spielchen mitzumachen. Oh, okay. Sprecht mit Penny, findet Gulkor. Also, das ist alles da. Irgendwo. Reiten wir da mal hin.
So, Schlitzer, wo bist du? Huch. Guck mal da, die oben soll ich töten. Oh. Töte ich die wohl mit, diese andere Blume? Die ein Elementar ist und diese komische Blume hier scheinbar auch. Hoho, liebe Mishana, wie geht's dir? Freue mich, dass du zuguckst. So, starke Pollen. Flott gucken geradezu überhaupt. 66, na immerhin. So. Töten. Wieder zwei neue starke Pollen. Was ist denn mit diesem Schnitzer-Typen? Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Aussage. Vielen Dank. Sowas freut einen ja natürlich zu hören. Und wieder neue Pollen. Da oben ist noch jemand. Hallo. Töten wir dich mal. Jetzt haben wir das ja fast fertig mit diesen Pollen. Dann wäre es jetzt ja mal Zeit, die anderen Sachen zu erledigen. Eins ist das mit den. Ah ne, da muss ja irgendwelche Büsche töten. Gehen wir mal hier rein. Und da ist dann auch der Hund wahrscheinlich. Wolf. Whatever. So, wer ist er da? Oh, tot auf jeden Fall. Ach, guck mal, man kann hier. Von Blüten, von Seeblatt zu Seeblatt da springen. Das ist ja toll. So. Wer war das denn? Befallener Orgron. Die Orgrons. Hallo. Dich musste ich gar nicht töten. Von daher kannst du am Leben bleiben. Ich suche hier einen. Wolf, glaube ich mal. Ist ja nicht viel los da, also andere Beta-Spieler. Ja, stimmt. Eher so gar nicht, ne? Zumindest im Moment. Möchtest du auch spielen oder was? Und ärgerst dich jetzt quasi, dass die nicht spielen, die einen Key haben. Sowas passiert immer, irgendwann hat dann keiner Zeit mehr. Meinst du, es ist eine gute Nachricht, dass schon aktiv am nächsten Add-on von nach WoD gearbeitet wird? Oder wird es wieder so eine lange Zeit geben? Ich weiß nicht, ich möchte da echt keine Einschätzung abgeben, denn Blizzard hat mich da jetzt nach dem letzten Mal sehr enttäuscht und da möchte ich jetzt nichts tippen. Wobei letztlich ist schon okay. Ist ja alles gut ausgegangen, aber trotzdem, ne? Ach, das ist ein Kind. Ich hab gar keinen Wolf. Och. Die Butani haben meinen Vater entführt und meine Freunde. Und jetzt zwingen sie mich, Obst zu essen. Wie können sie nur so grausam sein? Habt ihr sie alle erledigt? Bitte, ihr müsst sie töten. Ja, ne? Kass hat immer gesagt, dass grüne Orgon schlecht sind. Naja, sind die irgendwann mal gut? Oh. Die Botanier haben hier einen grünen Orgon, den habe ich gesehen, der war gerade tot. Klar, ich töte ihn, Junge. Schlitzer. Wieso nennt man dich denn Schlitzer? Sieht irgendwie nicht so aus, als ob du Schlitzer genannt wären. Hallo? Habe ich die Quest jetzt angenommen? Immerhin folgt dieser Junge mir aber.
Freund. Achso, du hast noch eine andere. Okay, ja, wir können 6 Leichen gerne Feuer bestatten. NP. Ist das da? So. Schon. Jetzt habe ich hier jemand subscribed. Also nicht, dass ich jetzt sage, das ist schlecht oder so, ja, aber wenn ihr uns unterstützen wollt oder vor allen Dingen die Arbeit auch wenn in die EU etc., dann wäre es schöner, wenn ihr einfach euch einen Superheroes-Account macht. Ist jetzt natürlich zu spät. Ich weiß, du hast schon subscribed, aber wenn, dann würde uns alle einen Superheroes-Account wesentlich mehr freuen, weil wir da den vollen Preis bekommen. Also nicht, dass ich Twitch nichts gönne, aber ich sag mal, die paar Leute, die jetzt hier uns ansonsten subscriben würden. Aber danke natürlich trotzdem, ja. Nicht falsch verstehen. So. Der Junge ist noch da. Gut, gut. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren oder so. Der macht das gleiche wie diese großen Bäume. Merkt ihr das? Also mal abgesehen davon, dass er mich so hochwirft. Ja, das ist natürlich neu. Das stimmt, aber abgesehen davon ist es dasselbe, eigentlich. So. Ein grüner Orgron. Haben wir den schon mal getötet? Okay, let's do it. Ich brauche hier noch welche von diesen komischen. Irgendwas leuchtet hier. Warum leuchtet hier was? Also das ist jetzt einfach hier der Effekt, glaube ich, von dem ne? See. Und hat der Rack Cloud, weiß nicht, ob ich den Namen sage, ne? Da hat einer die richtige Antwort gehabt und hat gewonnen. Oh, warte mal, muss ich mal jemanden umbringen? Haha. Also Graz erstmal an dich, Rack. Du hast die richtige Antwort geliefert. Hast du jetzt hier vielleicht zugehört? Also ist einer von euch der Rack, wie auch immer. Martin darf ich vielleicht auch sagen. Im Prinzip sehen wir ja, also da hinten dieses eine Bild, das ist Khan aus Star Trek Into Darkness und die beiden Serienboxen, die ihr in dem Video jetzt seht, hier nicht mehr live, weil es zu dunkel ist die Lost Serienbox und die Friends Serienbox. Hätte ich nicht gedacht, dass das einer erkennt. Vor allen Dingen, dass die Lost Serienbox so gleich zwei erkannt haben. Naja, Martin. Kriegst du natürlich deine Belohnung, aber muss ich erst streamen. Danach kann ich dir die holen. So, kann man hier wieder jemanden verbrennen. Weiter geht's. Brauch nur immer auch 3 von diesen. Ne, 4 sogar. Oh Gott, ey. Ach, da ist einer. Hallo. Ah, da hinten stehen jetzt ganz viele. Wunderbar. Dann noch wieder zwar 3, glaube ich, von den anderen Sachen, die ich draußen gesammelt habe. Naja, aber das ist ja nicht so das Problem. Die sind ja quasi ständig gedroppt. Die Karsten halt auch immer, die kann man nicht zusammenziehen. Ach, das ist schon wirklich nervig. Klar, man könnte immer alle silenzen, aber naja. So. Was war das? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Spannendes.
Ach, guck mal, da ist einer auch drin und da ist auch gleich dann nochmal so eine Leiche drin. Die sind für meinen Geschmack auch viel zu wenig da, diese Leichen. Also nicht, dass ich jetzt generell Leichen mögen würde. Also, ich habe natürlich auch nichts gegen Leichen, die können ja nichts dafür, wenn sie Leichen sind, dann. Ne? Verwirrend. Okay, da vorne sind mehr Leichen. Also eine zumindest. Ich brauche ja dann aber nur noch eine weitere. Das geht also, wenn ich dafür dann noch irgendwen umbringen muss, kann ich damit leben. Bashiok schreit, ich bin Bashiok. Das ist der Community Manager von Blizzard US. Warum schreit das? Ist das ein Event hier oder was? Kenne ich noch gar nicht. Vielleicht sehen wir ja nochmal, wo der ist. So, Junge. Wir haben alle verbrannt. Was jetzt? Eskortiert Schlitzer zu Kass. Na wunderbar. Dann folge mir mal, mein Freund. Hast du einen Mount? Irgendwie einen Wolf oder so? Komm, Junge. Ich hoffe, du kämpfst hier nicht mit allem unterwegs. Ah, du läufst auf jeden Fall mal sehr langsam. Die haben aber irgendwie mehr AP gehabt. Oder der jetzt zumindest, keine Ahnung. So, Junge, lauf! Ach, er wird schon kommen. Das ist bestimmt keine typische Escort-Quest. Ne, da wollen wir gar nicht hin. Wollen hier raus. Wenn ich gleich das Geräusch höre von wegen abgebrochen, dann weiß ich, er kommt nicht mehr. Aber ich muss hier eh nochmal anhalten und Pollen einsammeln. Tschung, tschung. Junge, bist du noch da? Vor allen Dingen, wenn er nicht mehr da ist, weiß ich nicht genau, wo ich ihn finden soll, ehrlich gesagt. Ach Gott, das ist aber eine nervige Quest. Blizzard! Guck mal. Wo habe ich ihn denn? Bist du doch wieder? Schlitzer! Hallo! Sind eh alle fertig, ne? Wo müssen wir jetzt hier hin? Bin ein bisschen verwirrt gerade. Ah, nur ein bisschen. Haben die beiden Frauen sich umpositioniert oder was? Ja, da irgendwo. So. Hallo? Ich hatte diesen Schlitzer noch. Ja, meinen Schlitzer gefunden. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Sounds like these dwarves. Aha. You found managed to steal a Botania artifact. So, Pollenpotenzial. War das noch fertig? Töte drei Taumeister. Sie entführen ihre Kinder. Kinder, Kinder? Hätte ihr Kasson nicht gerettet, wäre er zu Mulch verarbeitet worden. Genau wie die anderen. Ihr solltet ihnen eine Nachricht schicken, die sie verstehen. Zerlegt ihren großen Tau. Ne, genau, reißt sie auseinander. Lasst sie wissen, dass es ein Fehler ist, unsere Kinder zu nehmen. Na, auf der einen Seite war sie noch so freundlich und jetzt, ne? Will sie irgendwelche Kehlen rausreißen.
glaube, ich mach mal. Also keine Angst, Stream geht weiter. Aber ich hatte gerade überlegt, ob ich jetzt. Ach nee, ich mach noch ein bisschen für die YouTube-Folge, wisst ihr? Muss ich mal irgendwann mir eine Unterbrechung, eine sinnvolle überlegen. So, wieder da. Ach, das ist schon eine halbe Stunde her oder hast du zwischendurch vorgespult? Das wäre ein Indiz für mich, wie lange ich hier schon dran bin. Was muss ich denn jetzt hier machen, Freunde? Oh, guck mal, da vorne ist ein Totenschädel. Da muss ich hin. Ich bin hier auf jeden Fall falsch. Ich muss hier hoch. Komme ich hier durch? Hoch, hallo. Möchte ich durch? Ich bin irgendwie. Ich stecke fest! Ich stecke fest! Nein! Was ist das hier für eine Kacke, ey? Blizzard! Vielleicht komme ich hier wieder hoch? Eher nicht. Vielleicht mit dem Mount. Ja, sehe das so ist, dass wenn ich eine Abkürzung nehmen will, dann landet man in solchen Stellen. Hier kann man doch eigentlich durch, ey. Lass mich durch. Oh, hier vielleicht? Hier? Ja. Oh, Gott sei Dank. So. Jetzt habe ich aber die Orientierung wieder verloren. Vor allen Dingen, wo sind wir hier überhaupt? Verrückte Sache. Gut, also das scheint uns hier alles nicht so richtig in die korrekte Richtung zu führen, die Nummer. Ich muss, glaube ich, wieder zurück. Will mir scheinen. Nachdem so eine Gorgon-Python noch hinter mir her ist. Immer Moorquellen. Ich habe nicht gesagt, dass mein Lieblingsgebiet ist, glaube ich, sondern nur, dass ich es sehr schön finde. Ich weiß noch nicht, ob ich schon so weit war zu sagen, als mein Lieblingsgebiet. Ist auf jeden Fall schick. Da kann man ja wohl nichts sagen, oder? So. Hier war ich ja gerade schon. Nachdem ich feststeckte. Gehe ich einfach jetzt mal richtig rum. Vermutlich zumindest richtig rum. Dann jetzt hier rechts hoch, nehme ich mal an. Wer ahnt denn sowas, Freunde? Ah ja, da vorne sind da schon. Okay, dich soll ich töten. Tut mir sehr leid, du scheinst jemanden gegen dich aufgebracht zu haben. Du hast Feinde. Kommt mir so vor. So, und nochmal und bam, so. So, 2 von 3 und, oh, ne, das ist jetzt nicht so schwer auf 3 von 3 zu kommen. Da Ripper. Müssen wir den töten? Oder ist das ein Rare Mob? Taumeister? Ne, mit dem haben wir nichts zu tun. Was müssen wir noch machen? Da vorne hin, okay.
Ach ja, da ist dieser komische Utrophis. Wie kommst du denn darauf, dass in einer der nächsten Add-ons Straßen asphaltiert sind? Meinst du, man muss irgendwas noch machen und so viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr, oder? FedEx, WB. Haben wir die Quest ja schon mal fertig? Haben wir eigentlich beide Quests fertig, denn die haben ja je nur eine gegeben. Von daher sind wir damit durch. Okay. Also nochmal zum Mitschreiben, die eine Tusse, die eine Orkin, deren Kind ich gerettet habe, ist eigentlich Mitglied eines Ork-Clans, nämlich hier lachende Schädel, die nicht unsere Freunde sind. Deswegen hat die Dracke auch misstraut. Die hat jetzt aber gesagt, sie würde uns helfen, 1000 Kehlen zu durchschneiden. Jetzt die Frage, steht sie wirklich auf unserer Seite? Oder nicht? Das ist so ein bisschen die Story-Lore-Frage hier. So. Jahrelang der lachende Schädel. Nochmal, warte. Was haben wir jahrelang? Gucken wir mal. Jahrelang hat der lachende Schädel das heilige Wasser unangetastet gelassen. Wir haben den Zorn der Botane gefürchtet. Wir hätten sie schon vor langer Zeit in Brand setzen sollen. Okay. Sie hat irgendwas anderes erwartet. Schlitzer ist den Artefakten auf der Spur, die die Zwerge gestohlen haben. Er hat die Nase eines Wolfes, wenn es darum geht, Fährten im Dschungel zu verfolgen. Folgt der Schlucht gen Süden, bis ihr ihn findet. Die Wolfkönigin und ich werden hier noch ein wenig mehr Schaden anrichten, bevor wir aufbrechen. Wir folgen euch so schnell, wie es geht. Okay. Alles klar. Da oben ist ein Flugpunkt. Ach so, BMW oder Audi als Sponsor. Ich hätte gerne BMW oder Audi als Sponsor. Das Problem ist, dass das für BMW oder Audi nicht richtig interessant ist, sondern so ein Audi als Dreingabe. Ja, hier, wenn ihr fahr mal ein Audi, dadurch verkaufen wir sicherlich Hunderttausende mehr Audis. Bestimmt. So, YouTube-Folge zu Ende. Gleich geht's weiter. Also. Für euch nicht gleich, für die anderen schon.